Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinschaut. In meinem heutigen Video zeige ich euch mal eine Weihnachtskarte in einem anderen Format. Und zwar benötigt ihr eine Grundkarte mit den Maßen 29 x 14,9 cm und gefalzt ist sie auch bei 14,5 cm. Zu den ganzen Maßen, die schreibe ich immer unten in die Infobox. Schaut da also immer gerne mal rein. Dann seid ihr mal auf dem neuesten Stand. Dann benötigt ihr eine Graupappe mit den Maßen 13 x 13 cm. Und ihr benötigt, das ist das Besondere jetzt an dieser Karte, ein Stück Buchbinderleinen. Da könnt ihr euch eine Farbe wählen, wie ihr das wollt. Diese habe ich jetzt hier entweder, also ich kaufe die entweder bei Kreativdepot oder nicht, dass ich jetzt mich falsch Ausdruck Kreativdepot oder Alexandra Renke. Da müsst ihr mal gucken. Die haben ganz viel im Angebot. Ja, und da habe ich mich jetzt für dieses entschieden. Und ja, wir bekleben jetzt einmal diese Graupappe mit diesen Buchbinderleinen. Das mache ich so. Ihr könnt das natürlich mit Buchbinderleinen, Quatsch, mit Buch Binderleim kleben, aber ich möchte euch zeigen, denn nicht jeder hat diesen Leim zu Hause. Ich zeige euch den Leim, wie er aussieht. Das wäre einmal dieser hier, ne? Das ist richtiger Buchbinderleim. Da steht's. Aber ich möchte für diejenigen, die das nicht zu Hause haben, auch zeigen, dass man das super hier mit unserem Flüssigkleber machen kann. Dazu mache ich nämlich hier hinten die Seite und bestreiche mir dann einfach hier das Stück Pappe. Die Graupappe habe ich übrigens immer da, die habe ich aufgehoben von diversen Designerpapier-Packungen. Da sind ja meistens so Graupappenden drin und die bitte nicht wegschmeißen. Ihr könnt damit so, so schöne Projekte gestalten oder Schachteln basteln. Ja, also ich würde es an eurer Stelle oder Fotoalben, ne, könnt ihr ja auch super damit machen. Von daher bitte nie wegschmeißen. Das wäre wirklich schade drum. So, das also schön einstreichen. Ich nehme diesmal dafür die Rückseite hier, die zweite Seite vom Tombow. Da kann man nämlich super flächig Kleber aufbringen. Also das ist wirklich wunderbar. So, wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr das. Nehmt eure Buchbinderleine natürlich auf die Rückseite und da klebt ihr jetzt einmal das mittig auf. Ich nehme jetzt hier meine Walze. Und drück mir das schön an, ruhig auch von beiden Seiten, dass der Kleber sich schön verteilt und auch schön das ankleben kann an unserem Buchleinen. So, wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch die Schere und jetzt schneiden wir uns die Ecken hier zurecht. Wichtig ist, wenn ihr das macht, schneidet hier schräg ein und nicht bis an die Spitze, sondern ein bisschen davon entfernt einschneiden und dann hier schräg wieder hochgehen. Ich mache euch das mal vor. Also hier schräg einschneiden. Dann hier ein bisschen weg von der Ecke. Ne, seht ihr das? Also ihr braucht hier wirklich ein bisschen was noch von diesen Buchleinen. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht bis zu der Kante anschneiden, weil sonst guckt euch die dann raus. Und das ist unschön und das sieht wirklich nicht toll aus. Und das macht ihr jetzt an allen vier Seiten. Bedenkt hier wieder, ne? Die Ecke ein bisschen stehen lassen und schräg abschneiden. Schräg reinschneiden, die Ecke ein bisschen stehen lassen und wieder schräg hochschneiden. Seht ihr das? Und auch die letzte Seite machen wir. So, das ist jetzt Müll, das kann weg. Wenn ihr das gemacht habt, drückt ihr euch die Seiten schön an der Pappe, an den Pappenrand
nach oben und biegt das schon mal so um. Dann nimmt das schon mal die Form an und ihr habt es dann leichter, wenn man es dann klebt. Und das macht ihr mit allen vier Seiten. Ich überlege gerade, ob das bei Kreativdepot war, wo ich auch Buchbinderleinen schon gekauft habe, oder es war wirklich nur bei Alexandra Renk. Ihr müsst mal gucken. Also die haben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Buchbinderleinen in den verschiedensten Farben. Also da könnt ihr wirklich getrost zugreifen. Das ist auch eine mega, mega Spitzenqualität. Also ziert euch da nicht, probiert das mal aus. Ihr bekommt das in diesen großen Bögen und da könnt ihr Fotoalben einbinden, ihr könnt kleine Schachteln basteln. Das macht so einen Spaß. Also wirklich. So, jetzt kommen wir zum Kleben. Auch hier nehme ich jetzt mein Tombow. Da nehme ich jetzt aber wieder die feine Spitze. Da gehe ich hier einmal in die Rille lang, wenn dann Kleber rauskommt. So. Hier nicht bis an den Rand gehen, sonst quillt euch der dann raus an den Seiten. Und jetzt schön andrücken. Dann könnt ihr euch zur Hilfe auch dieses Falzbein nehmen. Also es klebt wirklich super schön da an. Das macht ihr jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch. Und auch hier schön ankleben. So, jetzt kommt das, was ich meinte. Also, wichtig war ja, dass ihr hier den Rand ein bisschen stehen lasst, ne? Also nicht bis zur Pappe ran schneidet. Jetzt ist nämlich das, ihr müsst, jetzt kommt nämlich das Wichtige, dass man hier diesen Teil nach innen drückt. Und das ist ganz wichtig, denn wenn ihr das jetzt hier umlegt, habt ihr hier dann einen wunderschönen Abschluss. Hättet ihr jetzt das bis zu der Pappe eingeschnitten und würdet das jetzt hier umschlagen wollen, habt ihr diesen Effekt nicht mit dem Einschlagen. Also guckt euch quasi dann diese Graupappenecke raus und das wollen wir ja nicht. Ne? Also ein bisschen überstehen lassen, dann könnt ihr das wunderbar hier so reindrücken und das macht ihr jetzt auf allen vier Seiten. So reindrücken, seht ihr das? Und das machen wir jetzt da auch noch. So. Und auf der letzten Seite. Ihr könnt das auch wunderbar mit Designerpapier machen. Da geht das genauso. Da müsst ihr nur dann aufpassen, wenn ihr das macht, dass ihr nicht zu doll das macht, da kann nämlich das Papier reißen. Aber bei dem Buchbinderlein, da geht das eigentlich wunderbar. So, wenn ihr das habt, dann dürft ihr auch da euren Kleber aufbringen. Und könnt euch das dann hier auch einschlagen. Und ihr seht, es entstehen tolle Abschlüsse an den Ecken und an den Kanten. Es ist schön hier umgeschlagen. Hier natürlich auch. Und das machen wir jetzt auf der anderen Seite natürlich auch noch. Und einmal umbiegen. Oder umschlagen. Auch hier haben wir jetzt richtig schöne Kanten, die entstanden sind. Gut, das nächste, was wir jetzt machen, ihr nehmt euch die Grundkarte. Jetzt entscheidet ihr euch,
Möchtet ihr es, dass es so zu öffnen geht oder ob es so zu öffnen geht? Ich finde es bei diesem Format total schön, wenn man es so öffnet. Dann kann man sich das auch so dann hinstellen am Schluss. Kann man so auch, aber ich finde es eigentlich so ein bisschen schöner. Und das Ganze klebt ihr jetzt einmal hier mittig auf eure Grundkarte. Und auch das mache ich mit dem Flüssigkleber. Geht bitte nicht zu sehr an den Rand, damit euch da nichts rausquellen kann. Wenn ihr da mit so einer Rolle drüber geht oder richtig drüber presst mit der Hand, dann quillt ja so ein bisschen nach außen und dann haftet das auch wirklich toll. So. Gucken, ob es richtig ist und dann einmal mittig auf eure Grundkarte kleben. Ich nehme jetzt hier noch mal meine Rolle. Das ist eine Speedball-Rolle. Die stinkt, aber die ist total toll. Also die riecht so ein bisschen nach Gummi, also diese Walze. Aber es verfliegt mit der Zeit. Also wo ich die ausgepackt habe, habe ich gedacht, ich kriege einen Schock. Aber es ist schon jetzt angenehmer, also nicht mehr so ganz so schlimm. Wie gesagt, schön festrollern oder drücken und dann innen auch noch mal, damit sich der Kleber schön verteilt. So. Und jetzt könnt ihr im Prinzip diesen Teil gestalten und bekleben, wie ihr das möchtet. Ich habe, die waren, glaube ich, mal von Charlie und Paulchen, wenn ich mich nicht irre. Also die habe ich schon ein bisschen länger. Und habe mir einmal diesen Engel und die zwei Kerzen ausgestanzt. Das habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar ist das der Engel. Ist der nicht schön? Ich liebe den. Der kommt jetzt einmal hier drauf geklebt und guckt mal, wie schön das schon wirkt. Ganz allein schon total toll. Und die zwei Kerzchen, die habe ich in Rot als kleinen Kontrast. Ups. Der wird dann hier drauf geklebt und die andere demzufolge natürlich auf der anderen Seite. Ich klebe hier und bleibe immer am Papier hängen. Pleiten, Pech und Pannen. Kennt ihr das? Also von mir. So. Na, jetzt wollte es schon wieder hängen bleiben. Jetzt haben wir es. Na, so soll das dann da drauf. Und das machen wir jetzt auch schon. Und zwar ganz einfach auch mit Flüssigkleber. Einmal hinten drauf. Hier ruhig ein bisschen weniger, dass da nichts rausquillt. So, wenn ihr das habt, könnt ihr es auch schon aufkleben. Nehme dann hier immer meine Pinzette. Dann kann ich das schöner variieren und auch sehen optisch, ob es mittig ist, ob es passt. Und wenn es dann an dem ist, lasse ich es einfach fallen und drücke es ein bisschen an. So. Dasselbe machen wir jetzt auch mit den kleinen Kerzchen. Den Kleber drauf, dann nehme ich hier meine Pinzette und setze die mir mittig hier auf.
So, jetzt kommen wir auch schon zum Stempeln. Und zwar habe ich mir ein kleines Etikett zurechtgeschnitten mit den Maßen, jetzt muss ich mal spicken hier, 7,3 x 1,5 cm. Und das bestempeln wir mit einem wunderschönen Spruch, den ich sehr, sehr lieb habe, aus dem Set Weihnachtsmix. Und zwar das ein gesegnetes Weihnachtsfest. Das stempel ich mir mit Schwarz. Guckt mal, ist das nicht ein wunderschöner Schriftzug? Einfach toll. Den Stempel mache ich mir sofort sauber. Und das Stempelchen kommt weg. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt drehen wir das um und machen da zwei Dimensionals drauf. Einmal links und einmal rechts. Und das setzen wir uns jetzt hier einmal über das Kleidchen von dem Engel drüber. Dazu nehmt ihr euch die Schutzfolien ab. Und dann kommt es auch schon hier aufgeklebt. Ja, und schon ist unsere Karte fertig. Was sagt er dazu? Schlicht, ganz einfach gemacht, ganz schnell gemacht. Ne? Mit wenigen Mitteln kann man sowas Elegantes, Weihnachtliches zaubern. Also ich bin immer wieder verzückt, was man aus diversen Sachen doch zaubern kann. Euch geht es bestimmt genauso. Ne? Ihr probiert doch bestimmt auch immer mal was aus, oder? Wenn ja, schickt mir doch mal eure Bilder bei Instagram. Folgt ihr mir da schon? Schreibt doch mal unten rein, ob ihr mir da auch folgt. Und wenn ihr Lust habt, also ich würde mich wirklich freuen, schickt mir doch auch mal eure Karten oder eure Ideen. Würde ich mich echt freuen. Oder wie ihr es umgesetzt habt mit den Materialien, die ihr nun da habt. Wie gesagt, ihr könnt das auch das Ganze mit Designerpapier machen. Das geht auch wunderbar. Ohne Probleme. Ne? Und ja, ich möchte euch, ich habe natürlich was vorbereitet, ihr kennt mich, möchte euch natürlich noch andere Motive zeigen, wie man das auch gestalten kann. Wie toll so ein Buchleinen-Hintergrund, Buchbinderleinen im Hintergrund wirken kann. Und zwar habe ich natürlich auch mal ein bisschen mit einer Schüttelkarte gearbeitet, habe hier so ein Buchleinen genommen und ein Anthrazitgrau. Hier das so ein bisschen grob gehalten von der Struktur. Und wie gesagt, hier habe ich eine Schüttelkarte draus gemacht und auch die kann man so aufstellen. Das finde ich eigentlich ganz schön, wenn der Beschenkte sich das dann hinstellen kann und immer noch bewundern kann und sich darüber freuen kann. Ja, da könnt ihr diverse Pailletten reinmachen oder Glitzersteinchen, was ihr eben so da habt. Das ist die Karte Nummer 2. Dann habe ich natürlich auch mal was vorbereitet, damit ihr seht, dass man das, wie gesagt, auch wirklich ganz toll mit Designerpapier machen kann. Und das ist dann diese Karte geworden. Na, da habe ich genau auch so eine Graupappe genommen, habe die ummantelt mit Designerpapier. Dann habe ich auch den Engel ausgestanzt mit den Kerzen und den Soldat mit den Kerzen. Und hinter den Engel habe ich noch so eine Art Heiligenschein mit ein bisschen Glitzerpapier gestaltet. Und auch das finde ich toll. Und hier seht ihr, habe ich so ein bisschen Goldgarn noch einmal drum gewickelt, um diese Pappe, bevor ich die aufgeklebt habe. Auch eine schöne Idee, oder? Werbung darf ja nicht
verdeckt werden, ne? So, dann habe ich noch eine Variante und zwar ist das Der Engel nochmal, aber mit einem anderen Buchleinen-Hintergrund und zwar in Rosé. Und auch das finde ich wirkt richtig elegant und edel, oder? Also diese Struktur. Dann habe ich noch was probiert. Und auch das ist ein Buchbinderleinen. Und zwar ist das so ein irisierendes. Seht ihr das? So ein schimmerndes. Und da habe ich das so gemacht, dass ich diese Schneeflocke ausgestanzt habe und noch eine kleinere. Die habe ich mit so Glitzerpapier. Und hier in die Mitte habe ich einfach so als kleinen roten, ja, so als Kontrast mit so Nuvo-Tropfen. Und zwar, muss ich mal gucken, das war hier das Red Berry. Ich liebe diesen Ton. Den habe ich hier einfach reinlaufen lassen. Und in dieser Stanzform war dann so ein kleiner Stern. Und guck mal, wie schön sich das angenommen hat hier. Fetzt, oder? Ja, das ist mit dem Nuvo Crystal Drops. Und zwar das Red Berry. Sehr zu empfehlen. Ja. Auch das wirkt, wie ich finde, sehr, sehr elegant. Schlicht, elegant, schick. Und dann habe ich noch eine Karte. Und das habe ich mal ganz anders gestaltet. Auch mit Buchbinderleinen. Aber nicht in so einem großen Format, sondern in da-da-da-da, vier kleinen. Und auch das ist doch echt mal komplett was anderes, oder? Auch die kann man so aufstellen. Ja. Na, hier seht ihr das nochmal von nahen. Auch das ist Buchbinderleinen. Wie schön das doch wirkt, oder? Und dann so ein Weiß, die Motive draufgeklebt, als Kontrast nochmal so richtig toll mit dem Rot. Also ja, musste ich euch einfach zeigen. Ja, das sind meine Ideen für heute für euch. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal inspirieren. Sagt mir doch mal, welche Karte gefällt euch denn am besten? Was ist so euer Ding? Ich würde mich freuen, auch über eure Kommentare. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, vielen, vielen Dank wieder fürs Zugucken und bis zum Schluss gucken. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anguckt. Bleibt mir alle schön gesund. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt eure Claudia aus Heiligenstadt. Ciao.